Ja, grüß euch, ich bin der Alexander Schütz. Ich bin Geigenbaumeister und ich möchte euch heute gerne ein bisschen meinen Beruf näher bringen und vorstellen. Der Beruf ist ziemlich vielseitig. Also, ich tue sehr viel restaurieren, baue relativ viele neue Instrumente. Und das Schöne daran ist, dass sich das gegenseitig ein bisschen beeinflusst. Also ich kann mir von den alten Instrumenten kleine Details abschauen, die ich dann in meine neuen Instrumente umsetze. Und das wird eigentlich nie langweilig. Das ist das Schöne, dass man bei dem Beruf eigentlich nie auslernt. Was dann nur zu meinem Aufgabenbereich dazugehört, ist Begutachtung von Instrumenten für Versicherungen, wenn einmal ein Unfall passiert ist, oder Wertgutachten, Vermietung von Instrumenten, Handel mit Zubehör, Bogenservice ist auch ganz ein wichtiger Teil von meiner Arbeit und natürlich auch nicht nur so aufwendige Restaurationen, sondern halt auch kleinere Reparaturen. Die Geigenbauschule, die schließt mit der Gesellenprüfung ab. Und dann muss man mindestens, ich glaube, 3,5 oder 4 Jahre in verschiedenen Meisterbetrieben arbeiten, bevor man sich selbstständig machen kann. Ich übe den Beruf jetzt seit 25 Jahren aus, bin seit 2006 selbstständig und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Entscheidung nie bereut, dass ich den Beruf ergriffen habe.